Supporter Challenge, der dritte Teil mit Decker, der dritte Versuch jetzt mit Decker. Die Challenge ist, mit jedem Helden eine Runde gewinnen. Das ist jetzt der dritte Versuch mit Decker, mal irgendeine Runde zu gewinnen. Wir haben Murdoch, Cirith, Grux. Dann gehe ich als erstes Item auf ein wunderschönes Marshall. Wir gehen auf ein wunderschönes Marshall, weil wir haben drei Helden, die davon profitieren. Okay, was ist mit dem Midlaner? Der spielt gegen den Twin Blast Midlane. Ich hoffe, dass ich diesmal mehr Glück mit dem ADC habe, aber das ist ein Master Murdoch. Dem traue ich jetzt erstmal zu, dass der krass ist. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass der Murdoch hier gut ist, weil er hat eine fette Masterkrone auf. Er sieht schon brutal aus, oder? Brutal. Geiler Typ. So. Da haben wir aber auch einen Master Rictor und eine Master... Wie heißt die? Kira. Okay. Murdoch, Murdoch. Oh, okay, der Flash ist raus. Hm. Ich hätte rausflashen können, aber ich dachte, der Murdoch macht sie tatsächlich. Ich wäre jetzt eigentlich dafür gestorben, dass er den Kill holt. Okay. Von Murdoch kenne ich den Namen oder kommt mir bekannt vor. Fand ich jetzt ein bisschen schade, dass der da nicht weiter draufgegangen ist, weil er ist noch full life gewesen und sie hatte... Also sie wäre mit zwei oder drei Schüssen tot gewesen. Sehr schade. Jetzt hat sie natürlich direkt einen Kill. Oh, das ist blöd, weil mein Charakter... Das müsste man tauschen können irgendwie. Aber guck mal, mein Charakter ist links. Er geht nicht. Mal langsam das Camp hier warden. Geh auf den Cage. Er hat noch einen Flash. Der Murdoch ist ein bisschen schreckhaft. Warum kein Damage machen? Der ist fast tot gewesen. Er spielt sehr passiv, merke ich. Gucken, dass ich mich irgendwie vielleicht dran anpassen kann. So, Crunch ist da. Murdoch, komm. Oh, sorry. Ah, das war doch gut. Ich wusste, dass die baiten wollen. Okay. Warum schießt der Murdoch nicht auf die drauf? Ich verstehe das nicht. Warum? Was hat er dagegen, auf sie zu schießen? Crunch kommt. Crunch ist zu langsam. Das war close. Gut. Jetzt versuchen wir, wir gehen natürlich auf das Scepter, weil 900 Gold. Das wollen wir natürlich so weit wie möglich ausgeben, wenn es geht. Deswegen nehmen wir das Scepter. Und dann haben wir auch gleich ein bisschen mehr Damage. Lol, man kann nicht über den Tower springen, selbst wenn er gerade kniet. Okay, jetzt habe ich ein Ward noch zu verteilen. Einer ist auf Cooldown. Ich werde den jetzt mal in der Nähe vom Raptor hinstellen. Wahrscheinlich auf deren Seite, hier auf die Treppe. So hin. So, der ist missing right und der Rictor ist auch auf der Mitte.
Okay, danke dafür. Da kommt Richter. Cerith kommt von der Seite. Er hat einen Flash. Kommt mit, aber das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts, aber der hat gut gefressen. Gut gefressen. Sehr gut. Unser Grux killt den gegnerischen Crunch auch nochmal. Das heißt, der Jungler steht schon mal 0-2. I like that. So, ja, ich warte mal mit dem Warden, weil der Jungler spawnt jetzt. Okay, hier kann ich aber gerade auch nichts machen. Dann gehe ich einfach mal seinen Blue Buff Warden. Dass wir sehen können, ob der ab ist oder nicht. Okay, jetzt ist das Icon da drüber, aber er ist nicht ab. Gut, da brauche ich jetzt kein Cage machen. Da spare ich meinen Mana. Ah, das war mir klar, du kleiner Lausbub. Das war mir doch klar, du kleiner Lausbub. Ja, der Murdoch hat nicht so viel Bock. Oder er denkt, er kommt eh nicht hin, dass er es dann einfach bleiben lässt. Und my way right, der Gank ist total unnötig. Aber vielleicht... Die stand da sehr schön gerade. Die Minion hassen mich. So, ich muss mich verpissen. Dann kaufen wir diese beiden Items. Weil wir wollen unser Gold wieder möglichst viel ausgeben, um möglichst viel für unser Gold zu bekommen. Mitte, da ist der... Ah, da ist der Jungler und der Dings. Grux kriegt ihn, jawoll! Das sieht doch nach einer guten Runde aus, 6-1. Eigentlich wäre es jetzt geil, wenn wir den Raptor machen könnten. Allerdings, Crunch ist am linken, am rechten Blue Buff, also an seinem Blue Buff. Jetzt wird er wahrscheinlich das White Camp machen. So, der Gold Buff wurde getan. Oh, ich würde mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Damage wünschen. Du bleibst mal schön da. Time Waste. Da kommt noch die Murdoch-Ulti. Ah, jetzt kannst du schön da bleiben. Das war's mit dem Weggehen. So, und solange die, oh. Jetzt kommt Richter von der Seite. Komm mir mal einen Pot rein. Okay, der ist schon weg. Sehr gut. Gib ihr. Komm, die kriegt er. Der muss sterben. Oh, sie wird gehuckt. Jetzt drehen sie es noch. Kann ich gerade nichts mehr kaufen. Aber ich nutze die Zeit zum Weggehen. Schade, die haben keinen Kill bekommen. Diese Pflanzen. Sehr geil. Guck mal, da hat sie noch einen Gank verwandelt. Ich gehe jetzt hier nochmal Warden. Ich weiß, der Ward wird bald auslaufen, glaube ich. Deswegen stelle ich mal den dahin. Ich glaube, der steht jetzt nämlich schon eine Weile dort. So, Murdoch ported back. Das ist ein guter Zeitpunkt, weil der
weil der Goldbuff nämlich noch da ist. Oder noch nicht da ist, meine ich, sorry. Und wenn er wieder zurück ist, dann ist der Goldbuff wieder da wahrscheinlich. Und dann können wir die den nicht einfach so machen in der Zwischenzeit. Deswegen ist ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt hier wegzugehen. Enemy towers destroyed. Ja, von Midlane. So, Murder Murdoch, ich brauche dich. Shit. Sorry. Der Murdoch hat gar keinen Bock zu fighten. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich cage, ich mache alles. Ich war schon kurz davor, meine Ulti zu zünden. Boah, ganz close. Geh weg. Böses Minion. Yes, Schlot. Ja, also ich bin mit ihm nicht so kompatibel. Er wird schon wissen, was er macht. Ich meine, er steht immerhin 1... Okay, 1-0. Aber wir könnten viel mehr rausholen. Doppelstun, all the way. Okay. Scheiße, die Minions haben mich gekillt. Die more fucking Minions. Der Hook war gut. Der Hook war sehr gut von ihm. Das war krass. So. Der Jungler müsste mal ein bisschen mehr die Objectives machen. Oder wir müssen es machen, aber ohne Smite. Ohne Smite müssen wir gucken. Da kommt der Twin Blast. Aufpassen. Nicht, dass da die Ulti durchkommt. Das wäre nicht so schön. Okay, ich würde gerade sagen Mitte angreifen, aber Mitte ist der T1 schon weg. Da hat natürlich dann auch der Twin Blast eigentlich keine Zeit zu rotieren, weil die Minions schon am T2 sind. Weiß nicht, wo der Twin Blast hin ist. Schöner Hook. Very good. Ah, da komme ich nicht hin. Murdoch ist wo? Können wir mal den Fangtooth machen, lieber Jungler? Das wäre doch eine schöne Sache. Ah, wir machen den zu dritt. Oh shit. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich keinen Cooldown. Okay, hat doch gut funktioniert. Er hat die Leute ein bisschen abgelenkt, dass sie nicht auf den Raptor rotieren. Und wir haben den Raptor gemacht in der Zeit. Ich konnte ihn mit meinem Stun beschützen. Alles top gelaufen an dieser Stelle. Oh, da jagen wir einmal das Ding noch durch. Ich habe auch mein Crest ready. Das muss ich mir auch mal holen. Schöner Stun. Und da ist sie weg. Sehr gut. Guck mal, wenn der Murdoch einmal mitgeht, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Wenn der einmal am Start ist... So, jetzt nehmen wir hier die Wave noch mit. Dann ist das schön eingepusht. Dann verteile ich meine Wards noch, weil ich habe ja... Ich habe ja jetzt mein Crest fertig und deswegen... habe ich sowieso gleich neue Wards. So, wir kaufen den Potent Stuff, weil der ist das teuerste Item. Nehme ich den Cleanse mit oder nehme ich Healing mit? Ich glaube, ich nehme den Cleanse mit... Weil die haben Crunch, die haben Steel und die haben Rigdor.
Ein Silence wäre auch gut gegen die Kira-Ulti, aber dafür habe ich ja zwei Stunts eigentlich. So würde ich das sehen. Bisher eine stabile Runde, 16-3. Wenn wir ein bisschen mehr Objectives hätten, könnten wir jetzt eigentlich schon am dritten Raptor sein können. Schade. Wir können in die Mitte rotieren. Das müsste eigentlich der Jungler sehen. Sehr schön, Murdoch. I like it. Mitte Tower fällt jetzt. Sehr schade. Können wir den Mini-Prime machen? Der ist tot. Let's go. Wir haben es geschafft, Leute. Der dritte Versuch. Der dritte Versuch hat funktioniert. Endlich einen richtigen ADC dabei. Also die Runde lief eigentlich richtig gut. Der Midlaner ist rotiert. Der Jungler war da. Das Einzige, also der hat auch gute Kills. Das Einzige, was der Jungler nicht so gut gemacht hat, ist, dass die Objectives nicht angegangen wurden. Also weder Mini-Prime noch der Raptor. Den Raptor haben wir dann quasi erst bekommen, als ich gesagt habe, wir machen den jetzt. Aber ansonsten hat ja alles top funktioniert. Selbst die Offlane mit 6-1. Sehr, sehr geil. Also hat alles top funktioniert. Ich bin am häufigsten gestorben sogar. Aber gut, wenn einer sterben sollte, dann sowieso der Supporter. Ja, von daher alles top gelaufen. Challenge abgehakt. Nummer 4. GG.